Ich begrüße Sie herzlich in der Pluspunkt Apotheke Friedeburg und freue mich, dass Sie mir zuhören. Heute will ich aus gegebenem Anlass über Erkältungskrankheiten sprechen. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie Sie reagieren können, was Sie machen können, wenn es Sie erwischt hat. Das Wichtigste ist eigentlich das Vorbeugen. Achten Sie darauf, dass Sie genug Vitamin C, Vitamin D und Zink zu sich nehmen. Das heißt, essen Sie mehr Gemüse, Obst. Beim Gemüse mehr Kohl und diese ganzen Wintergemüse, Obst, vor allen Dingen Äpfel, Bio-Äpfel, wenn möglich. Das ist gut fürs Immunsystem und stärkt die Abwehr. Es ist aber auch wichtig, dass Sie darauf achten, warme Hände, warme Füße, sich wärmer anziehen als jetzt noch im August. Das vergisst man oft. Und natürlich Saunabaden gehen, wenn das für Sie zuträglich ist. Nicht für jeden ist es geeignet, aber Saunabaden ist ein ganz tolles Mittel, um das Immunsystem zu stärken. Wie können Sie sich vor der Umwelt schützen, wenn die Kinder, der Mann, Familienangehörige, Büromitarbeiter, wenn die krank sind? Geben Sie sich nicht mehr so oft die Hand. Achten Sie darauf, dass die Familienangehörigen, auch die Mitarbeiter, ein bisschen auf Distanz bleiben. Desinfizieren Sie öfter Ihre Hände, waschen Sie Ihre Hände immer 30 Sekunden lang. Das ist wichtig, damit die Bakterien und die Viren abgespült werden. Niesen Sie bitte immer mit Hand von Mund, denn auch das ist ein beliebter Weg der Bakterien und der Viren, sich über die Luft auszubreiten. Also Hände und Luft, das sind so die Dinge, über die sich die Bakterien und Viren gerne verteilen. Noch ein guter Schutz, den man eigentlich gar nie auf dem Schirm hat, denn ist, wenn man sich eine Aromalampe oder ätherische Öle in den Raum stellt. Also Eukalyptusöl oder Pfefferminzöl ist wunderbar geeignet mit einer Duftlampe. Antibakteriell zu wirken und natürlich auch einen angenehmen Duft im Raum zu erhalten. Bei den ersten Anzeichen des Körpers empfehle ich gerne, erstmal mit sanfter Medizin zu arbeiten. Das heißt, Nasenspray aus ätherischen Ölen oder Salzen oder es gibt auch homöopathische Tabletten, Lutschtabletten, das Tonsiotren zum Beispiel. Diese sanfte Medizin erlaubt dem Körper erstmal seinen freien Weg zu finden in den Selbstheilungsprozess. Wenn Sie bei den ersten Anzeichen diese Nasenspray und Lutschtabletten nehmen, sollten Sie auch noch für den Körper was Pflanzliches, das Contramotan oder das Umcaloabo dazu nehmen, damit das Immunsystem wieder angeregt wird. Sie können auch zur Anregung des Immunsystems Aspektonimmun, Aronia und Orthomolimmun dazu nehmen. Das hilft dem Körper, schneller gesund zu werden. Ein Versuch wert ist ganz sicherlich auch von Wick die erste Abwehr. Wick behauptet, wenn Sie das Nasenspray erste Abwehr benutzen, dann können sich die Viren und Bakterien gar nicht in die Nasenschleimhäute und in die Nebenhöhlen festsetzen. Der Infekt kann nicht weiter in den Körper tiefer wandern und dadurch können schon bei den ersten Anzeichen eventuell doch die Erkältung umgangen werden. Wenn Sie arbeiten gehen müssen, es gibt schon sehr effektive Präparate, um auch trotzdem noch arbeiten gehen zu können. Entweder Ratiogripal, Doxagripal, also alles Präparate, die Symptome verhindern, die Symptome total abdämpfen, sodass Sie trotz aller Symptome, also die nicht mehr wirklich fühlen. Aber die sind dann auch ganz wichtig, die Präparate, dass man die dann durchnimmt, bis man wirklich wieder fit ist. Und nicht nur einen Tag oder zwei, dann kann es sein, dass die Erkältung verstärkt zurückkommt. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen guten Herbst, eine schöne Adventszeit. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich hoffe, dass Sie gesund bleiben oder ganz schnell wieder gesund werden.